Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lounge, wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein paar Kisten, die wir beim Wiederverwertergebäude in der Garnison öffnen können und das sind einmal die großen Kisten mit Bergungsgut. Da wollen wir jetzt wieder 20 Stück öffnen. Ihr seht nebendran schon mal hier das All the Things Fenster, die kleine Miniliste. Und da seht ihr so ein bisschen, was ich da noch raus brauche. Beim Hexenmeister, habe ich jetzt gerade schon Aerobe gekriegt beim ersten Ding. Epic-Teil, auch nicht so verkehrt. Beim Hexenmeister fehlt mir nur noch ein einziges Teil. Das ist die Hose. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Glück habe, dass die drin ist. Na, jetzt kriegen wir nur Garnisonsressourcen raus. Mehr Garnisonsressourcen. Ich kann auch mal den Chat hier hochziehen. Das ist dann vielleicht ein bisschen besser zu sehen, was es da einmal rausgibt. Oh, was hat es da gegeben? Eine Waffe. Aber die brauche ich auch nicht. Ah, das ist ein Waffen-Upgrade-Teil gewesen für meine Anhänger. Noch eine... Oh, ich habe die gleiche Robe nochmal gekriegt. Komm, gib mir doch die Hose, bitte. Ah, das letzte Teil ist dann immer schwierig. Zusätzlich gibt es hier auch noch ein paar Mats. Und es hat schon ein bisschen gedauert, diese Kisten zusammenzukriegen. Ich habe jetzt jeden Tag meine Follower in der Garnison losgeschickt. Mit dem Wiederverwertungsgebäude gibt es dementsprechend dann diese Kisten. Und ja, ich hoffe, dass ich das Set jetzt noch voll kriege. Na, vielleicht. Nee, eine Kiste noch. Komm, Hose, Hose, Hose. Nee, war leider wieder nix. Gut, damit wären wir wieder mit 20 Kisten durch. Ich habe auch ein paar Mats, was ich jetzt verkaufen kann. Sonderlich viel Gold bringt es nichts. Ein paar Ressourcen gibt es, die kann man auch theoretisch da hinten beim Handelsposten, den ich gebaut habe, ein wenig zu Gold machen. Aber deswegen mache ich das nicht, sondern ich will ja quasi meine letzten Set-Teile kriegen. Gut, ich verabschiede mich dann für die Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.